Nach Statistiken, die wir aus der Türkei in der türkischen Medien hören, gibt es sogar über 5000, wenn ich mich richtig erinnere, Verletzte. Und das ist genau die Politik von Erdogan. Er hat gesagt, er würde die Leute zuhören und so weiter. Aber ich denke, das war etwas pro Format, was er gesagt hat, zuhören, aber im Voraus hat er sich entschieden, aus seinen Plänen sich nicht zurückzuziehen. Und das ist natürlich nicht eine gute Basis für Verhandlungen. Es ist kein Demokratieverständnis, wenn man das, was man realisieren möchte, im Kopf hat und trotzdem sagt, ja, ich kann euch schon zuhören, aber das ändert in meinem Vorgehen nichts. Und die Leute sind natürlich nicht blöd, und um das zu akzeptieren. Und deshalb gab es diese Eskalation. Auf der anderen Seite hat er natürlich, was ich auch nicht verstanden habe, die Polizei vorausgesetzt. Wahrscheinlich möchte er dort auch zeigen, wie stark er ist und welche Konsequenzen das für die Demonstrierende haben können. Also diese Machtdemonstration spielt hier wahrscheinlich auch eine Rolle, weil er ja schon vom Anfang an gesagt hat, er halte die 50%, die ihn quasi gewählt haben, meint er, knapp zu Hause, weil die auch auf die Straße gehen möchten. Und das ist natürlich eine Konfrontationspolitik, die ein Ministerpräsident nicht machen darf. Eben, es droht eine weitere Eskalation. Er hat ja mal angekündigt für nächsten Sonntag, dass er dann seine Anhänger auf der Straße haben will, und das sollen dann auch Zehntausende sein. Was passiert da? Oder wird das vielleicht noch abgeblasen? Abgeblasen weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass gemäßigte und vernünftige Abgeordnete und Berater seiner Partei ihn davon zurückhalten und von dieser Strategie absehen und irgendeine Lösung mit den Demonstrierenden suchen, und natürlich auch, dass Erdogans Partei sich in der Zukunft, in Entwicklung der Gesellschaft, sich grundlegende Fragen stellt, in welche Richtung die Gesellschaft gehen kann und wie weit er in die Freiheit der Menschen eingreifen möchte. Weil sonst haben wir eine Eskalation in der gesamten Türkei. Wir haben vor etwa einer Woche ein Interview zusammen gemacht. Sie haben damals gesagt, es ginge eben nicht um ein paar Bäume in Istanbul, sondern um eine schleichende Islamisierung und ein Zurückdrängen der Demokratie durch eine Fast-Diktatur von Erdogan. Jetzt scheint es auf die Kritik von innen, scheint er im Moment nur mit Gewalt zu reagieren. Bräuchte es dann vermehrt Druck vom Ausland, insbesondere von der EU, damit sich etwas bewegt? Also einerseits EU, auf der anderen Seite Einzelstaaten, Einzelregionen auch eigentlich. Von dem her auch die Schweiz als ein guter Partner der Türkei müsste sich über diplomatische Kanäle, aber auch öffentlich dazu äußern, dass es so nicht geht, weil das würde jetzt eine große Rolle spielen. Auch auf diplomatischer Ebene könnte man das machen, aber auch öffentliche, weil Erdogan ist an einem Punkt, wo diese Protestaktionen eine gefährliche Wendepunkt nehmen können, wenn Konfrontation in der Türkei einerseits mit der Polizei, auf der anderen Seite mit dem Regierungswählerinnen und Sympathisanten und so weiter stattfindet, dann irgendeinmal kann man das nicht mehr stoppen und auch nicht mehr rückgängig machen. Und Fehler mit Prävention sind viel einfacher zu stoppen, als nachher nachzureparieren. Und da habe ich meine Befürchtungen seit diesen paar Tagen, die uns gezeigt haben, in welche Richtung es gehen könnte.